Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wenn wir uns heute in der Welt umschauen, dann sehen wir die unglaublichen Missstände, die hier herrschen. Wenn wir zumindest Augen haben, die sehen, und Ohren, die hören können. Und manche fragen sich ja, wie kann, wenn es einen Gott gibt, Gott diese Dinge zulassen? Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, der Allmacht, wieso gibt es so viel Elend auf dieser Welt? Nun, die Bibel macht dies sehr deutlich, warum dies so ist. Aber die meisten haben die Offenbarung der Bibel abgelehnt, glauben nicht daran, was uns die Bibel sagt, und haben so ihre eigenen Ideen, und diese eigenen Ideen haben sie dann so weit gebracht, dass sie geistlichen Schiffbruch erlitten haben. Die Bibel macht nämlich sehr deutlich, dass es ein sehr mächtiges Wesen gibt, Satan, den Teufel, der für alles Böse verantwortlich ist. Und der die Menschen verführt hat, eigentlich ihm zu folgen, seinen Ideen zu folgen, anstatt der Weisheit Gottes. Nun, viele Menschen heute glauben nicht an Satan, glauben nicht, dass es Satan überhaupt gibt. Aber die Bibel macht sehr deutlich, dass es ihn gibt. Die Bibel macht auch sehr deutlich, dass Gott einen sehr gewaltigen, großartigen Cherub erschaffen hat mit dem Namen Luzifer. Er war ein herrlicher Morgenstern. Wir lesen über ihn in alttestamentlichen Schriften, aber natürlich auch in neutestamentlichen Schriften, wie zum Beispiel in Jesaja Kapitel 14, Hesekiel 28. Wir lesen darin, dass Luzifer allerdings erlaubt hat, zu sündigen. Gott hat ihn nicht dazu gezwungen, zu sündigen. Gott hat ihn aber als ein Wesen erschaffen mit freier Entscheidungsgewalt. Und wir wissen nicht, wie lange Luzifer bereits gelebt hatte, als er sich dazu entschloss, gegen Gott zu rebellieren. Und er hat dann die Engel, die unter seinem Kommando waren, auch dazu verführt und dazu gebracht, sich ihm anzuschließen. Und er ist dann gegen Gott zu Felde gezogen, hat natürlich diesen Krieg verloren. Aber er muss auf dieser Erde bleiben, bis derjenige kommen wird, der sich für den Thron, die Herrschaft Gottes über diese Erde qualifiziert hat. Und dies ist kein anderer als Jesus Christus. Luzifer, der zu Satan wurde, dem Feind Gottes, unserem Feind, ist letztendlich verantwortlich für all dieses Böse, das hier auf dieser Erde geschieht. Wir sind dazu aufgefordert, meine Freunde, wenn wir die Wahrheit kennen, diesen Krieg, den uns Satan erklärt hat, diesen geistigen Krieg anzunehmen. Wir dürfen diesem Krieg nicht ausweichen und wir dürfen auch nicht von diesem Krieg davonlaufen. Aber wir können es nicht, wie wir sehen werden, aufgrund unserer eigenen Kraft. Und deswegen sagt uns ja auch Christus, dass wir zu dem Vater beten sollen, führe uns nicht in Versuchung oder in eine schwere Prüfung, sondern erlöse uns von dem Bösen, wie es auch übersetzt werden kann, von dem Bösen, Satan, dem Teufel. Wir brauchen Gottes Kraft und wir brauchen sie täglich, um den Einflüsterungen, den Aktionen, den Aktivitäten Satans entgegentreten zu können. Schauen wir uns einmal an, was Jesus Christus gesagt hat in Johannes Kapitel 8 und Vers 44 über die erste Begegnung Satans mit dem Menschen. Wir lesen dies in Johannes Kapitel 8 und in Vers 44. Und Christus sagte dies zu den Juden seiner Zeit, aber er sagt es auch zu uns heute, er sagt dies zu allen Menschen. Denn alle Menschen haben in gewisser Weise das getan, was auch die damaligen Juden getan haben. Es heißt hier in Johannes Kapitel 8 und Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Also die Menschen heute, die meinen, sie würden Gott als ihren Vater anbeten, könnten sehr wohl in dieser Kategorie sein, wo Christus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Und schauen wir uns an, warum er dies sagt. Unter anderem, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Also der Vater, der Teufel, hat Gelüste. Und Christus sagt, und nach diesen Gelüsten wollt ihr tun, freiwillig. Ihr wollt das tun, was der Teufel euch einflüstert, obwohl ihr vielleicht gar nicht wisst, dass es der Teufel ist, der euch diese Dinge einflüstert. Der zum Beispiel euch einflüstert, es sei gut und richtig, andere zu hassen. Es sei gut und richtig, Ehebruch mit anderen zu begehen. Es sei gut und richtig, andere zu töten, in den Krieg zu ziehen und so weiter und so fort. Von anderen zu stehlen, andere zu belügen.
Er sagt, eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Und schauen wir uns an, was er noch sagt. Er sagt, er ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Schauen Sie, Gott kann nicht lügen. Die Bibel sagt uns das sehr deutlich. Die Lüge kam mit dem Teufel in die Welt. Es gab keine Lüge, bevor Luzifer zu Satan wurde. So ist er damit also auch der Vater der Lüge. Aber es heißt auch, dass er ein Mörder war von Anfang an. Von Anfang an, weil er nämlich zu Adam und Eva ging. Er ging zu Eva, er verführte Eva, er sagte Eva, du kannst ruhig von diesem Baum essen, diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, denn wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott, zu wissen oder besser zu entscheiden, für dich selbst zu entscheiden, was gut und böse ist. Und so wurde Satan derjenige, der dann Eva verführte. Eva aß von dem Baum der Erkenntnis, sie gab Adam, der war nicht verführt, der lief aber wie ein Trottel der Eva hinterher und der nahm auch von der Frucht. Und so aßen sie beide. Und damit hatten sie den Tod über sich gebracht. Nicht nur, dass Satan sie belogen hatte, er war ein Lügner, er war auch ihr Mörder geworden. Er war verantwortlich für ihren Tod. Denn Gott hatte ja gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr des Todes sterben. Und so hatten sie jetzt gesündigt, sie hatten Gott nicht gehorcht. Und der Sünde Sold ist, wie wir wissen, der Tod. So war mit also Satan auch ein Mörder und ein Lügner von Anfang an. Er war ein Lügner, wie ich sagte, weil er Eva belog. Und weil Eva die Lüge glaubte und weil nun Adam und Eva von dem Baum des Lebens, dem Heiligen Geist, aber auch einem Baum göttlicher Erkenntnis abgeschnitten worden waren, begannen sie nun ihre eigenen Zivilisationen aufzubauen, ihre eigenen Philosophien, die letztendlich alle von Satan kamen. Und so wurden sie und ihre Nachkommen die Kinder des Teufels, wie das Christus uns hier in Johannes klar und deutlich gesagt hat. Und die meisten Menschen wissen das gar nicht. Diejenigen, die an Satan nicht glauben, wissen es ohnehin nicht. Aber auch diejenigen, die an Satan glauben, meinen vielleicht, sie sind stark genug, ihm zu widerstehen. Oder sie verstehen nicht, dass sie im Irrtum sich befinden, weil sie Philosophien und Ideen von Satan angenommen haben, denkend, sie kämen von Gott. Schauen Sie, es geht nicht nur darum, dass die Menschen die Gelüste des Vaters, des Teufels, tun wollen, sondern Christus sagt auch, dass sie in der Tat tun. Lesen wir dies in Johannes Kapitel 8 und in Vers 38. Johannes Kapitel 8 und Vers 38. Da sagt Christus, ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Und dann sagt er in Vers 41, ihr tut die Werke eures Vaters. Aber er spricht jetzt nicht hier von Gott, er spricht hier von dem Teufel. Und da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, diese Anschuldigung, Christus, der sei unehelich geboren, weil sie natürlich nicht geglaubt haben, dass Maria durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist. Also du bist unehelich geboren, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Und die meisten Menschen heute würden das Gleiche sagen. Wir haben einen Vater, das ist Gott, und wir beten Gott an, der ist unser Vater. Aber sie waren im großen Irrtum hier. Und die meisten Menschen heute leider sind auch in einem großen Irrtum. Denn schauen Sie, es ist so gewesen, dass Satan buchstäblich die Menschheit gekidnappt hat, entführt hat. Und die Menschen begannen unwissentlich, ihren Kidnapper mehr zu lieben als ihren eigentlichen Vater, Gott. Und so wurden sie mehr und weniger dann diejenigen und mehr, die eine Natur entwickelten, die wir heute die menschliche Natur nennen, die aber nichts anderes ist als Satans Natur, die er mehr und mehr in den Menschen hineingepflanzt hat, ohne dass der Mensch dies begriffen hat. Dadurch, weil sie die Gelüste des Vaters angenommen haben, weil sie sie tun wollen und weil sie sie tun. Und so haben wir heute die menschliche Natur, aber sie ist nichts weiter als eigentlich Satans Natur. Und so ist der Mensch mehr und mehr seinem Kidnapper gleich geworden und damit zum Kind des Vaters, Satans, des Teufels geworden. Und das kann uns heute auch passieren, auch wenn wir die Wahrheit erkannt haben. Das kann uns immer noch passieren, dass wir
auf einmal auf die Gelüste des Teufels eingehen, ohne zu erkennen und zu wissen, dass es vom Teufel kommt. Dem Petrus ist das passiert. Schauen wir uns einmal in Matthäus Kapitel 16 eine interessante Stelle an. Matthäus Kapitel 16 und in Vers 23. Matthäus Kapitel 16 und Vers 23. Christus hatte den Jüngern gerade erklärt, was ihm bevorstand. Es war kurz vor seiner Verhaftung. Und er hatte ihm also auch erklärt, dass er letztendlich getötet werden würde und dass er dann wieder auferstehen würde. Und Petrus nimmt ihn beiseite in Vers 22 und fährt ihn an, wie es heißt. Er fuhr ihn an. Und er sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und schauen wir uns nun an, was Jesus Christus hier entgegnet in Vers 23. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, gehe weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Er hätte sagen können, was satanisch ist. Petrus wird hier mit Satan identifiziert in diesem Augenblick, weil es nämlich Satan war, der Petrus diese Gedanken eingab. Denn Satan wollte ja keineswegs, dass Christus hier seinen Auftrag erfüllte und damit sich qualifizieren würde, die Herrschaft Gottes über diese Erde in der Zukunft anzunehmen. Petrus war sich nicht darüber im Klaren, dass er auf einmal jetzt die Gedanken zum Ausdruck brachte, die ihm Satan eingab. Die gleiche Ausdrucksweise benutzt Jesus Christus, wenn wir uns den Bericht in Matthäus anschauen, im 4. Kapitel, als er von Satan versucht wird und als Satan ihm alle Königreiche geben will. Und was sagt Christus zu ihm? Weg mit dir, Satan! Und hier sagt er nahezu das Gleiche zu Petrus, weil nämlich auch Petrus jetzt die Gelüste, die Gedanken, die Ideen Satans weitergab. Zunächst einmal in sich aufgenommen hatte und dann weitergab. Schauen wir uns eine weitere Stelle in Johannes Kapitel 6 an. Johannes Kapitel 6 und Vers 70. Johannes Kapitel 6 und Vers 70. Jesus Christus spricht von der Ernennung seiner Apostel. Und schauen wir uns an, was er hier sagt. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Er bezieht sich natürlich auf Judas Iskariot. Er nennt ihn einen Teufel. Nicht, weil er buchstäblich ein Teufel oder ein Dämon war, aber weil er sich dem Teufel verschrieben hatte. Weil er erlaubt hatte, dass der Teufel ihn sogar besitzen würde, um dann diese Dinge zu tun, die er dann tat. Zunächst einmal war es so, dass Satan ihn inspirierte, den Judas. Das lesen wir in Johannes Kapitel 13 und Vers 2. Johannes Kapitel 13 und Vers 2. Da heißt es beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da tat dann Jesus etwas sehr Bedeutungsvolles. Er begann, den Jüngern die Füße zu waschen. Aber schauen wir, das war am Passahabend natürlich, dass hier der Teufel dem Judas ins Herz gegeben hatte, Christus zu verraten. Aber ein wenig später, in Vers 27, geschieht etwas weiteres. Lesen wir Johannes 13 und Vers 27. Und als er den Bissen nahm, als der Judas den Bissen nahm, da fuhr der Satan in ihn. Und da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Vers 30, als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Die Stunde der Finsternis war gekommen. Der Teufel, der Herrscher der Finsternis. Aber wir sehen hier, dass der Teufel jetzt ganz buchstäblich in Judas hineingefahren war, ihn in Besitz genommen hatte. So beginnt das aber nicht mit den Menschen. Zunächst einmal beginnt es damit, dass man mehr und mehr immer das tut, was Satan so von einem verlangt, einem erwartet. Und wenn man natürlich auch noch dann beginnt, im Okkulten herum zu experimentieren, dann ist die Gefahr, dass man von Dämonen besessen wird, natürlich sehr groß. Ich kann also davor nicht genug warnen.
Aber es gibt noch ein weiteres Beispiel, wo die beiden Donnersöhne, wie sie genannt werden, zwei der Jünger Christi, auch wiederum Ideen Satans anhangen und anhingen, ohne es wirklich so zu verstehen. Schauen wir uns dies in Lukas Kapitel 9 an. Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9. Und wenn wir hier den Zusammenhang lesen, angefangen mit, sagen wir mal, Vers 51, da lesen wir, dass die Jünger in Samarien, weil sie auf einer Reise waren, Unterkunft und Unterschlupf erhalten wollten, aber die Samariter, die wollten denen keinen geben, weil da nämlich ein Problem bestand zwischen den Samaritern und den Juden, und sie wussten hier, die Samariter, dass die Jünger dabei waren, nach Jerusalem zu gehen, und so wollten sie ihm also kein Obdach geben. Das heißt hier in Vers 53, sie nahmen sie nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Vers 54. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, das sind diese beiden Jünger, die dann auch an anderer Stelle Donnersöhne genannt wurden, weil die nämlich so ein interessantes Temperament hatten. Jakobus und Johannes. Jakobus, der nachher ja auch ein sehr wichtiger Apostel geworden war später. Einflussreicher Apostel. Johannes, der ja sogar nachher die drei Briefe geschrieben hat. Und dann auch das Buch der Offenbarung. Und natürlich das Johannesevangelium. Der sogar als der Apostel der Liebe bekannt wurde später. Aber er war ursprünglich ein Donnersohn. Und schauen wir uns einmal an hier, was geschieht. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Also die wollten jetzt die Samariter auslöschen, weil die denen kein Obdach geben wollten. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Und der nächste Vers, der in der Lutherbibel nur als Anmerkung steht, sollte in der Tat hier stehen. Der ist nämlich im Original. Und es heißt hier, und er sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Welches Geistes Kinder ihr seid? Denken wir daran, dass er zu den Juden sagte, ihr habt den Teufel zum Vater. In diesem Augenblick waren auch sie die Kinder des Teufels geworden, hatten Ideen des Teufels in sich aufgenommen. Die Idee, Menschen zu vernichten, Menschen zu töten, weil die denen eben keinen Unterschlupf geben wollten, kein Obdach. Natürlich haben die bereut, die haben das erkannt und wie ich sagte, wurden dann sehr einflussreiche Apostel nach Christi Tod und Auferstehung. Interessant ist aber auch, dass er hier sagt, ihr wisst nicht, wessen Geisteskinder ihr seid. Oder wisst ihr nicht, heißt es hier, aber besser übersetzt, ihr wisst es nicht. Die hatten das nicht verstanden. Die hatten das nicht kapiert, hatten das gar nicht für möglich gehalten. Wie sieht es mit Ihnen aus, meine Damen und Herren? Sind Sie auch manchmal solche, die Ideen des Teufels anhangen, ohne das zu wissen? Ohne das überhaupt zu begreifen? Nun, wie ist solch eine Verführung möglich? Schauen wir uns einmal in 1. Petrus Kapitel 5 an. 1. Petrus Kapitel 5 und in Vers 8, wie Satan beschrieben wird. 1. Petrus Kapitel 5 und lesen wir Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Seid nüchtern und wacht. Oder habt Selbstkontrolle. Selbstdisziplin. Seid sehr wachsam. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Aber schauen Sie, der brüllende Löwe, dieses Bild wird hier gebraucht, um zu zeigen, mit welcher Macht, mit welcher Gewalt, mit welchem Hass er umhergeht. Aber es ist auch richtig, dass Satan sehr leise umhergeht. Man hört ihn nicht. Man bemerkt ihn noch nicht einmal. Erst dann, wenn es zu spät ist. Wie ein Löwe, wenn er zum Beispiel ein Tier anfällt, sehr leise ist. Der brüllt ja nicht vorher, damit das Tier wegläuft. Wir müssen also wachsam sein. Wir müssen nüchtern sein. Wir müssen Selbstkontrolle haben. Wir müssen uns nicht so verhalten wie Eva, die den Baum der Erkenntnis an
schaute und dachte, oh, das sieht ja sehr gut aus, das ist ja sehr verlockend, da kann ich ja von essen. Die war weder nüchtern, noch war sie wachsam. Sie war nicht in der Lage, der Versuchung zu widerstehen. Christus sagt uns, dass wir wachen sollen und dass wir beten sollen, um würdig gefunden zu werden. All diesen schrecklichen Dingen, die noch kommen werden, dieser großen Trübsal, die prophezeit ist, zu entfliehen und, wie es heißt, vor den Menschensohn gestellt zu werden, wenn er kommt. Wenn wir also wachen sollen, dann bedeutet das, es ist nicht unbedingt klar in jedem Falle, was so vor sich geht, wann es vor sich geht, wie es vor sich geht. Wir sollen wachen, wir sollen beten, dass uns Gott die Erkenntnis gibt. Und ganz besonders dann, wenn Gefahr im Anzug ist. Schauen Sie, der Satan, wie ich sagte, der kommt ja nicht daher, wie er so dargestellt wird, mit einem Schwanz und mit so einer Gabel und diesem Blödsinn. Der wird ja ganz anders beschrieben in der Bibel. In 2. Korinther, Kapitel 11. 2. Korinther, Kapitel 11 und in Vers 14. 2. Korinther, Kapitel 11 und Vers 14. Er spricht hier zunächst einmal, der Paulus, von falschen Aposteln, von falschen Lehrern. Nun, einige, die einmal die Wahrheit erkannt haben und dann aber nicht mit dem einverstanden waren, was Gott von ihnen verlangte, und dann irgendwelche Ausflüchte fanden, um sich dann abzuwenden von der Wahrheit und von der Kirche, die sind diesen falschen Lehrern aufgesessen. Vielleicht selbst sogar falsche Lehrer geworden, ich weiß es nicht. Aber hier heißt es hier in Kapitel 11 und Vers 13, solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, verstellen sich aber als Apostel Christi. Vers 14. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Verstellt sich als Engel des Lichts. Er war einmal ein Engel des Lichts. Er war einmal Luzifer, der Morgenstern, wie es übersetzt werden kann. Aber er wurde zu dem Fürsten der Finsternis. Aber er verstellt sich nach wie vor als ein Engel des Lichtes. Er verstellt sich nach wie vor als jemanden, der uns Licht bringt, der uns Weisheit bringt, der uns Wahrheit bringt. Und ohne dies zu verstehen, ohne dies zu wissen, haben die meisten Menschen diesen Engel des Lichtes anerkannt und wurden die gekidnappten Kinder dieses falschen Engels oder dieses gefallenen Engels, will ich einmal sagen. Er ist der Lichtbringer gewesen, aber er sündigte und er wurde der Begründer der geistlichen Finsternis. Aber er verstellt sich immer noch als ein Engel des Lichtes. Er ist auch ein Verführer. Eine Stelle in der Offenbarung, eine Stelle, die wir vielleicht schon sehr häufig gelesen haben, ist es wert, noch einmal zu lesen. Offenbarung, Kapitel 12 und Vers 9. Wenn wir nur diese Stelle aus der Predigt heute mit nach Hause nehmen würden und wirklich begreifen würden, was sie sagt und wirklich anfangen würden zu überprüfen, ob sie auf uns in irgendeiner Weise Bezug haben könnte, dann wäre bereits viel gewonnen. Schauen wir uns an, was gesagt wird. Offenbarung, Kapitel 12 und Vers 9. Diese Zeit ist vielleicht schon gekommen oder wird bald kommen. Aber wenn sie gekommen ist oder wenn sie bald kommen wird, wird unmittelbar danach die große Trübsal beginnen. Es heißt hier in Vers 9, es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Denn Satan wird noch einmal versuchen, in dieser Endzeit Gott von seinem Thron zu stürzen. Aber er wird natürlich wiederum verlieren. Aber schauen Sie, was hier gesagt wird. Der Teufel verführt die ganze Welt. Das schließt Sie und mich mit ein. Die meisten meinen, sie seien nicht verführt. Natürlich meinen sie das. Denn wenn jemand verführt ist, weiß er ja nicht, dass er verführt ist. Sonst wäre er ja nicht mehr verführt. Aber wir sollten Satan in keinster Weise unterschätzen. Wir bereits schon an den Beispielen jetzt gesehen haben, wo die Jünger Christi ihm aufgesessen sind. 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 9 und Vers 19. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 19.
Auch hier sagt uns Johannes, der ehemalige Donnersohn, Folgendes. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Oder man kann auch sagen, gehört dem Bösen an. Die ganze Welt. Sie ist ja von Satan verführt. Satan ist ein Meister der Verführung. Er hat Eva verführt. Er verführt die ganze Welt heute. Es wird eine Zeit kommen, wenn er nicht mehr in der Lage sein wird, weil es ihm nicht mehr erlaubt sein wird, die Menschen zu verführen, im sogenannten Millennium und dann auch später im großen weißen Throngericht. Aber heute ist er noch der brüllende Löwe, der umhergeht, zu suchen, wen er verschlingen kann. Und er tut dies unter anderem durch Verführung. Denn wenn er uns verführt, gegen Gott zu sündigen, dann haben wir damit die Strafe des ewigen Todes auf uns gebracht und müssen sie dann vergeben bekommen. Und die Vergebung kann alleine nur durch das Opfer Jesu Christi geschehen, wenn wir es annehmen und wenn wir den Vater um Vergebung bitten, weil Christus für uns gestorben ist. Und auch da hat Satan ein Meisterstück verbracht, in Anführungszeichen, dass er den Menschen eingeredet hat, ihr braucht ja Christus gar nicht. Ist ja ganz egal, an wen oder was ihr glaubt, solange ihr nur daran glaubt, das ist ja schon genug. Damit habt ihr schon eure Seligkeit gewonnen. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, es gibt nur einen Weg zu Gott, dem Vater, und das ist durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden können, als allein den Namen Jesu Christi. Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, als alleine durch mich. Das ist die Lehre der Bibel. Das ist nicht das, was Satan uns gerne auftischen möchte. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 20 an. Schauen wir uns an, wie machtvoll, wie mächtig Satan der Teufel ist. Denn er wird im Millennium, wie es heißt, gebunden sein. Er wird nicht die Gelegenheit haben, die Möglichkeit haben, die Menschen zu verführen. Aber dann heißt es, wenn das Millennium zu Ende geht, dann wird Satan für eine kurze Zeit aus seinem Gefängnis entlassen werden. Für eine kurze Zeit. Warum? Unter anderem auch deshalb, weil Gott hier etwas klar machen möchte. Er möchte uns klar machen, wie gefährlich Satan ist und auch wieder sein wird, wenn er wieder ein wenig Macht bekommt, für eine kurze Zeit. Schauen wir uns an, was er tut. Offenbarung Kapitel 20 und Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind oder vollendet werden, dabei sind, zu Ende zu gehen, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen. Wiederum zu verführen. Die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln. Und deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Also nach 1000 Jahren Frieden auf dieser Erde, wenn Gott, Jesus Christus, hier auf Erden herrschen wird, wird Satan ausziehen, die Menschen zu verführen. Und dann werden viele, Tausende, Millionen, wie es scheint, wie der Sand am Meer, die werden dem nachfolgen. Sehen wir die gewaltige Kraft, die gewaltige Macht, die Satan dann noch haben wird und bereits heute natürlich hat. Und die werden wie der Sand am Meer sein. Und dann steigen sie herauf, Vers 9, auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Die wollten gegen die kämpfen dann. Und es fiel Feuer vom Himmel, verzehrte sie. Gott wird schnell eingreifen. Und der Teufel, der sie verführte, auch hier wiederum wird deutlich gemacht, dass es der Teufel war, der diese Menschen verführte, der wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, den ewigen Pfuhl, auf den wir ja bereits schon eingegangen sind. Schauen Sie, Satan kommt aus seinem Gefängnis. Er geht aus, die Menschen zu verführen. Womit verführt er sie? Mit dem Willen, Krieg zu führen. Mit dem Willen, den Krieg durch den, oder vielmehr den Frieden durch den Krieg zu ersetzen. Und damit hat heute Satan die meisten Menschen bereits verführt, die meinen, sie müssten Krieg führen, um Frieden zu bringen. Das hat noch nie geklappt und das wird auch nie klappen. Der Einzige, der Frieden bringen kann und wird auf dieser Erde, ist Jesus Christus, der Friedefürst, wenn er zurückkommt, hier das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Dann und erst dann und nur dann werden wir Frieden haben, wenn Gott über uns herrscht. Der Mensch, von Satan beeinflusst, wird nie in der Lage sein, Frieden zu bringen und schon gar nicht durch Krieg. Aber die meisten wissen das nicht, die meisten verstehen das nicht. Die meisten sind so verführt von Satan, dass sie meinen,
das ist ein Weg, Frieden zu bringen. Und wie ich sagte, das ist ein Irrweg, ein absoluter Irrweg. Nun schauen wir uns an, wie Satan noch genannt wird. Zum Beispiel in Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13 und lesen wir die Verse 24 und 25. Matthäus Kapitel 13 und die Verse 24 und 25. Christus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich, das Reich Gottes, gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Also hier wird das Himmelreich klar mit etwas verbunden, was hier auf Erden ist oder sein wird. Als aber die Leute schliefen, da kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Der Feind. Wer ist dieser Feind? Nun lesen wir weiter in Vers 38. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches, wenn sie den Heiligen Geist erlangt haben. Dann sind sie bereits ein gezeugtes Kind des Reiches Gottes, der Familie Gottes. Sie sind hier auf Erden, nicht wahr? Nicht wiedergeboren. Auch das ist ein großer Irrtum, den Satan den Menschen, den religiösen Menschen hauptsächlich aufgetischt hat. Die meinen, wenn sie den Heiligen Geist erhalten hätten, dann seien sie bereits wiedergeboren. Die Bibel sagt, wenn sie wiedergeboren sind, dann sind sie Geist. Dann sind sie ein Geistwesen. Dann sind sie bereits im Reich Gottes. Sie sind heute noch kein Geistwesen. Sie sind heute noch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Aber sie sind gezeugt durch den Geist. Schauen Sie, das Wort im Griechischen genau kann Zeugung bedeuten und Geburt und den ganzen Prozess von Zeugung und Geburt. Wir sind, wenn wir den Heiligen Geist erhalten, gezeugte Mitglieder des Reiches Gottes, werden wieder geborene Mitglieder des Reiches Gottes sein, wenn Christus zurückkommt und uns zu Geist verwandelt, wenn wir noch leben oder wenn wir gestorben sind, uns auferweckt zu einem unsterblichen, ewigen Geistwesen, einem Mitglied der Gottfamilie. Schauen Sie, darum geht es. Aber hier lesen wir weiter in dieser Stelle. Was noch gesagt wird, wer nämlich nicht nur der gute Same ist, sondern auch das Unkraut, das sind die Kinder des Bösen. Aha, also hier wird wiederum von den Kindern gesprochen, des Bösen, des Teufels. Und so lesen wir im nächsten Vers, Vers 39, der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt, die Schnitter sind die Engel. Und dann fährt er fort, natürlich uns zu sagen im nächsten Vers, wie man nun das Unkraut ausjätet und das Feuer und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Also man wird verbrannt, wenn man die unvergebbare Sünde begangen hat. Man wird nicht für alle Zeit und Ewigkeit in einer ewig brennenden Hölle gemartert werden. Aber es geht darum, der Teufel ist unser Widersacher, er ist unser Feind. Er ist nicht unser Freund. Und die Ideen, die er verbreitet und die der Mensch angenommen hat, die er geglaubt hat, die er gelehrt hat, wie zum Beispiel die gottfeindliche Idee der Evolutionstheorie, dass der Mensch sich aus einer Ursuppe heraus entwickelt haben soll. Eine absolute gotteslästerliche Idee, die der Bibel absolut total entgegensteht. Eine Idee, die der Feind Gottes, Satan der Teufel, inspiriert hat. Die kommt nicht von Gott. Die kommen von dem Teufel. Wie die meisten Philosophien heute ganz klar die Handschrift des Teufels tragen, wenn man sie sich nur näher anschauen würde, was da so gelehrt wird. Die meisten gehen davon aus, dass es gar keinen Gott gibt. Ich habe auch in der Schule damals Sartre gelesen, absoluter Atheist. Der Teufel ist unser Feind. Er will uns vernichten. Geistlich und auch, wenn er es kann, sogar physisch. Aber hauptsächlich geistlich. Er will ja nicht, dass wir ins Reich Gottes eingehen, dass wir unter Christus auf dieser Erde herrschen. Wir nehmen ja seine Herrscherposition von ihm weg. Das will er ja keineswegs. Und so geht er umher, um alle die zu vernichten, die letztlich seine Konkurrenten werden könnten in seinen Augen. Mit anderen Worten, der Teufel will uns töten. Er ist der Mörder von Anfang an. Er ist nach wie vor unser Mörder. Er will uns töten, geistlich und auch physisch, wenn er es kann. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 9 und Vers 11 und sehen wir, wie der Teufel beschrieben wird. Offenbarung Kapitel 9 und Vers 11. Hier wird eine kriegführende Macht beschrieben. Eine Macht, die Krieg führt. Und wer ist derjenige, der sie dazu inspiriert, Krieg zu führen?
Vers 11. Sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Und die Bedeutung ist in beiden Fällen die gleiche, Zerstörer und Zerstörung. Satan ist der Zerstörer. Satan vernichtete, zerstörte den ersten Menschen, indem er ihn tötete, wie wir gelesen haben. Er war für den Tod verantwortlich. Er versuchte, Christus zu vernichten, zu zerstören, umzubringen. Physisch durch Herodes, als der Herodes den Kindermord befahl. Und natürlich noch wichtiger, geistlich, indem er ihn zum Beispiel in der Wüste für 40 Tage und 40 Nächte versucht hat. Und er ist auch heute dabei, zu versuchen, jeden von uns zu vernichten, zu zerstören. Physisch sogar und auch geistlich. Und wir müssen das begreifen. Und wenn wir auf einmal so Dinge von uns geben oder denken, die nicht von Gott kommen, dann ist es höchste Zeit aufzuwachen. Wenn wir uns in einer Weise verhalten, die nicht göttlich ist, müssen wir begreifen, wo das herkommt. Denn wir wollen doch nicht wieder, vor allen Dingen, wenn wir getaufte Mitglieder der Kirche Gottes sind oder werden wollen. Wir wollen doch nicht die Kinder des Teufels bleiben, oder? Satan versucht vielfach durch Versuchung, uns zu zerstören. Er versuchte Eva, damit sie sündigte. Er versuchte, Jesus Christus zur Sünde zu verleiten. Und er versucht auch uns, dass wir sündigen. Und deswegen sagt uns Christus täglich zu beten, zu Gott dem Vater zu beten, führe uns nicht in Versuchung. Lasse es nicht zu, dass Satan uns versucht, sodass wir gegen ihn, gegen Gott sündigen. Schauen Sie, Satan versucht uns, damit wir sündigen. Gott stellt uns auf die Probe, damit wir nicht sündigen. Das ist der Unterschied. Gott lässt es zu, um uns zu stärken, damit wir in der Lage sind, unsere eigene Natur, unsere Gesellschaft um uns herum und natürlich auch Satan zu überwinden. Denn nur der überwindet, heißt es ja, wird im Reich Gottes sein. Christus musste überwinden. Er musste Satan überwinden. Er musste die Gesellschaft um ihn herum überwinden. Und er sagt, und wie ich überwunden habe, so müsst auch ihr überwinden, damit ihr euch auf meinen Thron setzen könnt, wie ich mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Aber wir sollen zu Gott beten, dass er es nicht zulässt, dass Satan uns über unser Vermögen hinaus versucht. Und es ist letztendlich nicht unser Vermögen ohnehin. Wie wir noch sehen werden, wir können Satan überhaupt nicht besiegen, auf uns alleine gestellt. Aber wir können es mit Gottes Kraft. Schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 7 an. 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 5. 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 5. Entziehe sich nicht eins dem anderen. Er spricht hier von Eheleuten. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt, und dann kommt wieder zusammen. Nun, was sagt er hier? Nun, er spricht hier von ehelichen Verpflichtungen. Er spricht hier auch von sexuellen Verpflichtungen in der Ehe. Er sagt, entzieht euch einander nicht in der Ehe. Ihr habt eine Verpflichtung dem Ehepartner gegenüber, auch sexuell, euren Verpflichtungen nachzukommen. Wenn ihr es nicht tut, dann sündigt ihr. Das müssen wir begreifen. Er sagt hier, entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Nun, ich glaube, ich denke, ich hoffe, dass ich nicht noch weiter hier darauf eingehen muss, was Paulus hier sagt. Es sollte offenkundig sein für uns alle, was er hier meint, wenn er sagt, ihr könnt euch nicht enthalten. Von was nicht enthalten? Offensichtlich geht es hier um Sex. Und er sagt, ihr seid verantwortlich, mitverantwortlich, wenn euer Ehepartner sündigt in der Beziehung, weil ihr oder du dieser Verantwortung deinem Ehepartner gegenüber
nicht bewusst wird und nicht durchführst. Also, zweifache Sünde. Es ist sehr wichtig, dass wir es begreifen. Aber es ist wiederum Satan, der die Versuchung bringt. Natürlich. Und das müssen wir auch begreifen. Aber schauen Sie, wie ernst das ist. Und eine Sünde nicht bereut, wird uns davon abhalten, ins Reich Gottes zu kommen. Wenn wir uns in einer Situation befinden, die uns zur Sünde verleiten könnte, wenn wir der Versuchung ins Auge sehen, dann wird Folgendes uns gesagt in 1. Korinther Kapitel 10 und in Vers 13. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Mit anderen Worten, Gott wird nicht zulassen, aber wir müssen trotzdem Gott darum bitten, weil Gott will, wie ernst es uns ist. Aber er wird nicht zulassen, dass Satan uns über unser Vermögen hinaus versucht. Wenn wir im Großen und Ganzen einen Kontakt mit Gott haben, dann sagt uns Gott hier, er wird nicht euch versuchen lassen über eure Kraft, sodass ihr die Versuchung ertragen könnt. Es kann uns nicht um Versuchung drehen, regelrechte Versuchung, Versuchung zu sündigen. Gott wird nicht zulassen, dass ihr in einer Weise versucht werdet, dass ihr sündigen müsst. Es kann auch um eine starke Prüfung gehen. Gott sagt, wenn ein großes Problem bestehen sollte in eurem Leben, es wird nie so schwer sein, dass ihr es nicht ertragen könnt. Es heißt sogar in anderen Übersetzungen, Gott wird euch einen Ausweg zeigen, den ihr dann gehen könnt, damit ihr dieser Versuchung, dieser großen Prüfung entgehen könnt. Also es gibt keine Versuchung, es gibt keine Problematik in ihrem Leben, die zu schwer ist für sie, sein muss für sie. Das müssen wir auch verstehen. Wenn wir doch sündigen, liegt es nicht an Gott. Schauen Sie, dann liegt es daran, dass wir Gott nicht nah genug waren. Dann liegt es daran, dass wir den Einflüsterungen Satans gefolgt sind, dass wir zu schwach waren, nicht zu sündigen. Aber wehe denen, die verantwortlich sind für die Sünde eines anderen. Satan wird versuchen, uns zur Sünde zu versuchen. Er wird versuchen, dass wir sündigen. Und Satan tut dies in verschiedenster Weise. Er kann dies mit physischen Dingen tun. Physische Dinge, die auf einmal zu wichtig werden, die wichtiger für uns werden als Gott. Er kann dies durch Schwierigkeiten tun, die dann so stark werden, dass wir entmutigt werden und willens sind aufzugeben. Aber wir müssen verstehen, dass wir nicht aufgeben müssen. Satan wird der Versucher genannt. Schauen wir uns diesen 1. Thessaloniker Kapitel 3 an. 1. Thessaloniker Kapitel 3 und Vers 5. Da heißt es, darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt. Es geht hier um Timotheus. Paulus hat also den Timotheus jetzt zu den Gemeindemitgliedern gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht. Ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Und wodurch, hatte Paulus gemeint, hätte der Versucher möglicherweise die Gemeindemitglieder versuchen können? Nun, der Vers 4, der dieser Aussage vorausgeht, sagt uns, Bedrängnis kommt über uns, kommt über euch. Und Bedrängnis kann dazu führen, wenn wir nicht aufpassen, dass wir entmutigt werden, dass unser Glaube abnimmt, dass wir aufgeben. Aber das kommt von Satan. Und auch das müssen wir verstehen. Aber wenn Satan uns nicht durch Versuchung zerstören kann, durch Lüge, durch Täuschung, dann tut er es, indem er uns verklagt. Und zwar vor dem Vater verklagt. Schauen wir uns dies einmal in Offenbarung Kapitel 12 an. Offenbarung Kapitel 12 und in Vers 10.
Offenbarung, Kapitel 12 und Vers 10. Ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Satan verklagt uns vor Gott dem Vater Tag und Nacht, heißt es hier. Das zeigt, wie stark Satan darauf aus ist, uns zu vernichten. Der gibt keine Ruhe. Da kommt nie eine Zeit, wo er mal ablässt von seinem Vorhaben, uns zu vernichten. Und so verklagt er uns vor dem Vater. Nun, in welcher Weise verklagt er uns? Was hat er uns anzuklagen? Wieso gibt es da irgendwie Anklagen? Wir wissen, Satan ist ein Lügner. Und natürlich einige der Anklagen, die er dem Vater gegenüber vorbringt, die sind höchstwahrscheinlich erlogen. Aber wir sündigen alle. Sie sündigen, ich sündige. Und so hat Satan Grund zur Anklage, wenn wir sündigen und die Sünde nicht bereuen. Jede Sünde trennt uns von Gott, dem Vater. Und wenn die Sünde nicht bereut ist, und Reue ist nicht nur eine Aussage, dass man sagt, auch mir tut das so leid, dass ich das getan habe, dass ich meine Verpflichtung zum Beispiel nicht erfüllt habe oder dass ich das getan habe, was ich nicht hätte tun sollen, das Gesagte, was ich nicht hätte sagen sollen. Nein, es geht auch darum, dass man seine Reue durch seine Taten, seine Werke unter Beweis stellt. Dass man zeigt, dass einem die Reue ernst ist, dass man Früchte der Reue bringt, wie Johannes der Täufer gesagt hat. Wenn man das nicht tut, dann sind wir nach wie vor und weiterhin von Gott abgeschnitten. Und so ist es höchste Zeit, dass wir die Sünde bereuen und durch Taten unter Beweis stellen, sodass dieser Kontakt mit Gott wiederhergestellt werden kann. Denn das ist jetzt der Zeitpunkt, wo Satan eingreift. Schauen wir uns Vers 11 an. In Offenbarung Kapitel 12 und Vers 11. Sie haben ihn überwunden. Ich hatte ja eben von Überwinden gesprochen. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also wenn jetzt Satan vor Gott den Vater tritt und uns vor ihm verklagt, dann sollten wir bereits sichergestellt haben, dass die Klage grundlos ist, weil sich der Rechtsstreit sozusagen in der Hauptsache erledigt hat. Mit anderen Worten, die Sünde, die wir begangen haben, die ist bereut, die haben wir bereut, die existiert gar nicht mehr. Satan hat gar keine Anklagegrundlage mehr sozusagen. Wir haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes, wie es heißt. Durch das Blut des Lammes. Jesus Christus, das Lamm, ist für uns gestorben. Er hat sein Blut für uns dahingegeben, dass wir Vergebung unserer Sünden haben können. Und wenn Gott vergibt, nachdem wir bereut haben, dann vergisst er auch die Sünde. Er wirft sie so weit weg, dass er sie gar nicht mehr finden kann, in diesem figurativen Sinne gesagt. Und wenn jetzt Satan kommt und uns verklagt, dann sagt Gott, ja, wo ist denn die Sünde? Und wir wissen ja auch, dass viele Dinge im Buch Gottes niedergeschrieben werden. Aber wenn eine Sünde niedergeschrieben worden ist und die ist bereut, dann wird die ausgewischt. Und wenn jetzt Gott dem Satan dieses Buch vorlegt, dann findet er diese Sünde gar nicht mehr. Die ist ja nicht mehr existent. Das heißt aber auch, dass wir Satan überwinden durch das Wort unseres Zeugnisses. Mit anderen Worten, wir müssen unsere Sünde bekennen Gott gegenüber. Das Wort unseres Zeugnisses, das ist das Wort unserer Bekenntnis. Das müssen wir natürlich tun. Wir müssen zu Gott gehen, wir müssen ihn unsere Sünden bekennen und müssen ihn um Vergebung bitten, damit er uns die Sünde auch vergibt. Und wie ich sagte, es geht nicht nur um Worte der Reue, es geht auch um Taten der Reue. Derjenige, der von der Sünde lässt, sie bekennt und lässt, heißt es, der hat Vergebung. Und wie ich sagte, Johannes sagt, ihr müsst die Früchte der Reue bringen. Die Pharisäer, die zu ihm kamen, die wollten sich taufen lassen. Der sagte, was wollt ihr euch taufen lassen? Wer hat euch davor gewarnt, dem zukünftigen Zorn Gottes zu entfliehen? Bringt Früchte der Reue. Zeigt, dass ihr es wirklich ernstlich meint. Und sagt nicht, ihr habt Abraham zum Vater, denn Gott kann, das hat nachher
Dann hat Christus gesagt, Gott kann ja aus Stein Nachfahren Christi erwecken. Aber es geht noch um mehr hier. Es heißt, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und da wird noch etwas gesagt. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Mit anderen Worten, sie waren willens, sogar ihr Leben zu geben, wenn es darauf ankam. Sie hatten nichts vor Gott gesetzt. Nichts war wichtiger. Selbst ihr eigenes Leben war nicht wichtiger als Gott. Und auch das ist etwas, was natürlich dann Reue zum Ausdruck bringt. Unseren erneuten, veränderten Lebensweg zum Ausdruck bringt. Wenn wir als alter Mensch getauft werden, kommen wir aus diesem Wassergrab hervor als ein neuer Mensch, als eine neue Kreatur, gehen jetzt den neuen Weg. Es ist also wichtig, zunächst einmal sicherzustellen, dass wenn Satan kommt und uns vor Gott verklagt, dass diese Verklagung, diese Anklagen grundlos sind, weil alles das bereits schon sich erledigt hat. Aber wenn es noch nicht grundlos ist, weil in dem Augenblick, wo Satan uns verklagt, wir noch nicht bereut haben, wird es höchste Zeit, es zu tun, damit eben Satan keinen Grund zur Anklage dann hat oder nicht weiterhin hat. Also wie gesagt, Satan ist unser Verkläger. Er ist derjenige, der uns vernichten will. Er geht herum, wie ein brüllender Löwe zu sehen, wenn er verschlingen kann. Wir hatten bereits gesehen, dass er sich als ein Engel des Lichtes verstellt, meint oder den Menschen vorgaukelt, er sei ein Engel des Lichtes. Und das ist auch interessant im Hinblick auf Weihnachten zum Beispiel. Da gibt es ja diese vielen Lichter, das ist so wunderschön, nicht wahr? Das kann man ja wirklich so doch umarmen. Es ist ein herrliches Gefühl, was man da erhält. Satan, ein Engel des Lichts in der Finsternis. Aber Satan wird sogar auch noch als Gott beschrieben. Wir lesen dies in 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 3 bis 4. Da sagt Paulus, ist nun aber unser Evangelium verdeckt. Es ist das Evangelium Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes. Aber Paulus hat sich so damit identifiziert, dass er es unser Evangelium nennt. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, Vers 4, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Schauen Sie, einige lehren, Christus ist nicht Gott, er ist irgendwie ein Engel. Oder was weiß ich? Eine falsche Lehre, die auch wieder von Satan, dem Teufel, kommt, der das helle Licht des Evangeliums verdeckt hat für die, die ungläubig sind, die nicht glauben wollen, was Gott lehrt. Aber Gott wird hier der, oder vielmehr Satan wird hier der Gott dieser Welt genannt. Er will angebetet werden. Das ist sein Ziel, sein Wunsch, sein krankhafter Wunsch, dass er angebetet wird. Er hat Christus zum Beispiel gesagt, während er ihn versuchte in der Wüste, ich werde dir alles geben, was ich habe, alle Herrschaft über alle Königreiche, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Er will, dass wir ihn heute anbeten. Und die meisten Menschen heute tun dies auch, unwissentlich, weil sie meinen, sie beten Gott den Vater an. Aber weil sie sich den Ideen, den Philosophien und den Gelüsten Satans verschrieben haben, beten sie in Wirklichkeit den Gott dieser Welt an. Einige tun es sogar ganz bewusst. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 13 an. Offenbarung Kapitel 13. Und lesen wir Vers 4. Offenbarung Kapitel 13 und Vers 4. Hier ist die Rede von einer Macht, die als das Römische Reich identifiziert wird in der Bibel an anderen Stellen, aber das Römische Reich, das untergegangen war, würde sich erneuern, die Geschichte hindurch, 10-mal. Und wir haben bereits 9 dieser Erneuerungen erlebt. Und die 10. Erneuerung findet zurzeit vor unseren Augen in Europa statt, wenn wir verstehen, was dort geschieht. Und so lesen wir hier in Offenbarung Kapitel 13 und Vers 3. Ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil, und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, Satan, den Teufel, weil er dem Tier die Macht gab
und dann beteten sie sogar auch noch das Tier an. Sie beteten den Drachen an. Leute werden ganz buchstäblich Satan anbeten. Sie werden verstehen sogar, dass die Macht, die diesem Tier gegeben wird, und das Wort Tier kann sich auf einen Führer beziehen, den letzten Führer des wiedererstandenen Römischen Reiches in Europa, oder auch auf das Reich selbst. Und hier ist mehr von dem Reich selbst hier die Rede. Die werden verstehen, dass das nicht von Gott dem Vater kommt. Jedenfalls zu einem gewissen Grade werden sie das verstehen. Wie die Menschen damals auch verstanden, dass Hitler nicht unbedingt von Gott dem Vater geschützt wurde. Hitler selbst sprach ja von der Vorsehung. Aber irgendwie war das alles so nebulös, nicht wahr, bei den Menschen damals. Weil die meisten Menschen auch heute wissen ja gar nicht, wer Gott der Vater eigentlich ist. Dass Gott von uns erwartet und verlangt, dass wir seine Gebote halten. Die 10 Gebote. Den wöchentlichen Sabbat. Die Zeitspanne von Freitagabend bis Samstagabend. Denn das war immer schon und ist und wird auch immer der Sabbat sein. Der Sonntag war noch nie der Sabbat. Wird es auch nie sein. Und das Wort Sabbat kann sich aber auch auf die heiligen Festtage Gottes beziehen. Die werden nämlich auch Sabbate genannt. Gott hat 7 jährliche heilige Festtage uns gegeben. Wissen Sie, was das für Tage sind, wann die zu halten sind? Da gibt es viel Verwirrung. Einige haben ihre eigenen Kalender aufgestellt sogar und haben sich so als Autoritäten dargestellt und gesagt, ja, ich weiß jetzt, wann diese Tage zu halten sind. Und sie halten sie an falschen Tagen und sind damit auch wiederum der Versuchung Satans erlegen. Wissen das aber nicht. Meinen sie, dienten Gott damit? Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 9 an. Offenbarung Kapitel 9, die Verse 20 und 21. Offenbarung Kapitel 9, die Verse 20 und 21. Jemand hat mir geschrieben, obwohl er einmal verstanden hatte, dass man zum Beispiel den Zehnten halten muss und den Zehnten geben muss. Oh, das tue ich jetzt nicht mehr, das will ich jetzt nicht mehr und hat dann irgendwelche merkwürdigen Argumente vorgebracht. Hat damit nicht begriffen, dass er sich jetzt wieder auf die Linie Satans begeben hat. Denn er hatte ja einmal die Wahrheit von Gott gegeben erkannt. Es kann sehr leicht geschehen, dies zu tun, wenn man sich mit etwas nicht einverstanden erklärt, was Gott sagt. Offenbarung Kapitel 9, die Verse 20 und 21. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, die doch kommen werden, ist eine Prophezeiung für die Zukunft, die bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände. Es geht nicht nur um Bekehrung der Worte, schauen Sie, es geht um Bekehrung der Werke unserer Hände, wie wir leben, was wir tun, wie wir denken, was wir sagen. Aber die bekehrten sich nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister. Beten Sie böse Geister an und meinen Sie, Sie würden Gott anbeten? Aber die bekehrten sich nicht, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen, hölzernen Götzen. Beten Sie Götzen an? Seien Sie nicht zu schnell mit der Antwort, die weder sehen noch hören noch gehen können. Vers 21. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden. Begehen Sie Mord? Vielleicht in Ihren Gedanken, vielleicht hassen Sie jemanden. Christus sagt, wenn Sie hassen, sind Sie so gut wie ein Mörder. Sie bekehrten sich nicht von Ihrer Zauberei, Ihrer Unzucht. Begehen Sie Unzucht? Wussten Sie, dass wenn Sie zusammen mit einem Mann oder einer Frau leben und nicht verheiratet sind und sexuell verkehren, begehen Sie Unzucht? Und die bekehrten sich nicht davon. Und auch natürlich nicht ihre Dieberei und ihren Gelüsten, denn es sind ja die Gelüste des Teufels, ihres Vaters, die sie tun wollen. Satan wird der Herrscher, der Fürst dieser Welt genannt. Er ist der Gott dieser Welt. Er hat die Menschheit verführt. Er beherrscht die Menschen heute. Er herrscht über die Menschen. Aber diejenigen, die seine Herrschaft abgelehnt haben, die sich unter die Herrschaft Gottes gestellt haben, die sind jetzt Fahnenflüchtige in den Augen Satans. Und jede Armee geht ja mit großer Eindringlichkeit und Zielgerichtigkeit gegen Fahnenflüchtige vor. Und so sollten wir uns nicht wundern, dass Satan uns in seiner Liste ganz oben gesetzt hat, als diejenigen, die er vernichten will. Wenn er sie nicht zurückbekommen kann in seine Armee, dann will er sie vernichten. Und darum geht es. Es wird in Johannes Kapitel 14 und Vers 30 von Satan gesprochen, als dem Fürst, dem Herrscher dieser Welt.
Letztendlich will natürlich Satan alle vernichten, das ist klar. Aber wie gesagt, diejenigen, die zurzeit noch immer unter seiner Herrschaft sind, die hat er ja bereits in seinen Klauen sozusagen. Aber diejenigen, die sich seiner Herrschaft entwunden haben, auf die ist er jetzt ganz besonders erpicht, um die als brüllender Löwe verschlingen zu können. Johannes Kapitel 14 und Vers 30. Johannes Kapitel 14 und Vers 30. Da sagt Christus: Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt oder der Herrscher dieser Welt, wie andere Übersetzungen es haben. Er sagt, er hat keine Macht über mich. Andere Übersetzungen haben, er hat nichts in mir. Mit anderen Worten, Satan hatte keinerlei Macht über Christus, weil seine Natur nicht in Christus war. Christus hatte sie total überwunden. Wir müssen auch Satans Natur in uns total überwinden, sodass auch wir sagen können, er hat nichts in uns und er hat keine Macht über uns. Aber das ist natürlich ein Weg, der gegangen werden muss. Und den können wir nicht alleine auf uns gestellt gehen. Wir sind in einem Krieg. Wie ich sagte, wir sind Fahnenflüchtige geworden. Wir befinden uns nach wie vor in einem Krieg gegen Satan. Und wie beeinflusst Satan uns? Wie beeinflusst Satan die Menschen? Auch das ist eine sehr interessante Frage. Die meisten verstehen das nicht. Die meisten begreifen gar nicht, in welcher Weise Satan der Gott dieser Welt ist. In welcher Weise Satan der Herrscher und Fürst dieser Welt ist. Aber schauen wir uns in Epheser Kapitel 2 an, was uns Gott sagt durch den Apostel Paulus. Epheser Kapitel 2 und die Verse 1 und 2. Epheser Kapitel 2 und die Verse 1 und 2. Da heißt es: Auch ihr wart tot. Sie, meine Damen und Herren, liebe Freunde, waren tot. Geistlich gesehen. Ich war tot. Wir alle waren einmal tot in Gottes Augen. Wir waren tot abgeschnitten, total abgeschnitten von ihm. Wodurch? Durch eure Übertretungen und Sünden. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Jedes Mal, wenn sie eins der Gebote Gottes brechen, sündigen sie, übertreten sie sein Gesetz und verdienen sich damit die ewige Todesstrafe im feurigen Pfuhl. Und nur durch die Vergebung ihrer Sünden, durch den Opfertod Jesu Christi, können sie vor diesem Tod bewahrt werden. Der Sünde sollt ist der Tod. Es ist die Gabe Gottes, wie es heißt, die uns das ewige Leben gibt. Aber wir waren tot durch unsere Übertretungen und Sünden. Vers 2, in denen ihr früher gelebt habt. Heute leben wir hoffentlich nicht mehr in Übertretung und Sünde. Und Übertretung und Sünde ist alles das, was im Gegensatz steht zu Gott. Wie ich heute in der Predigt mehrmals gesagt habe, wenn Gott uns etwas sagt, was wir tun müssen, oder wenn uns etwas sagt, was wir nicht tun dürfen, und wir tun es nicht oder tun es doch, je nachdem, was der Fall sein mag, sündigen wir. Und sind wiederum tot in den Augen Gottes, abgeschnitten von ihm. Müssen die Sünde bereuen und vergeben bekommen. Aber wo kommt das alles her? Schauen Sie, wir sind früher darin gewandelt, nach der Art dieser Welt, Vers 2, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Wir tun Gottes Werk, wenn wir verstehen, was das heißt. Satan hat auch ein Werk und die meisten Menschen tun das. Und das ist das Werk, das Satan an den Kindern des Ungehorsams begeht. Wenn Gott uns etwas sagt, was wir tun müssen oder nicht tun dürfen, dann sind wir ungehorsam, wenn wir seine Stimme nicht gehorchen. Werden damit wiederum Kinder des Teufels. Das müssen wir begreifen. Wie Jakobus und Johannes, wie Petrus zu gewissen Zeiten, die Ideen manifestierten, die von Satan kamen. Aber es ist Satan, der in der Luft herrscht, der Mächtige, der in der Luft herrscht. Schauen Sie, wir sehen Satan nicht, wir hören Satan nicht, aber er kann uns sehr beeinflussen durch Macht. Und zwar bringt er uns diese Macht durch die Luft, könnte man sagen. Wenn Sie ein Radio haben, einen Fernseher haben, dann ist er ausgeschaltet, dann sehen Sie gar nichts. Aber wenn Sie den anschalten, dann sind Sie natürlich dann, sehen Sie dann gewisse Dinge, weil nun Ihr Fernseher Elektrizität und die Strahlen und alles das, was jetzt gesendet wird, empfängt. Und Sie sind dieser Empfänger. Und Satan ist der Sender. Und Satan sendet durch die Luft in Sie hinein
Emotionen, Gefühle, Gedanken, wenn sie zum Beispiel, wie Goethe sagt, einmal himmelhoch jauchzend sind und dann zu Tode betrübt, diese Gesinneswandlungen und Änderungen haben, dann fragen sie einmal, wo die herkommen. Wenn sie auf einmal deprimiert sind, wenn sie auf einmal versucht sind aufzugeben, wenn sie nach wie vor Hass im Herzen tragen, dann fragen sie sich, wo das herkommt. Es kommt von Satan, der durch die Luft herrscht, der diese Emotionen, diese Gedanken, diese Gefühle, diese Gelüste in sie überträgt. Und wir müssen dies begreifen. Und ganz besonders erfolgreich ist er in den Kindern des Ungehorsams. Und Ungehorsam führt zu weiterem Ungehorsam. Das ist wie eine Lawine. Wenn die anfängt, dann ist die kaum mehr zu bremsen. Satan ist der Herrscher über diese Welt. Das beinhaltet die Macht und die Kraft, die er hat, durch die Luft zu herrschen. Einige sagen ja, das heißt, dass er in der Luft herumschwebt. Keineswegs. Er ist ja wie ein brüllender Löwe, der umhergeht, hier auf dieser Erde zu sehen, wenn er verschlingt. Aber er ist ein Geistwesen und kann natürlich durch die Luft herrschen. Aber wie? Genau gefragt, bekämpft Satan uns? Was sind seine Waffen? Gibt uns die Bibel Andeutungen und Hinweise? Nun, in Epheser Kapitel 6 wird hier mehr darüber gesagt. In Epheser Kapitel 6 lesen wir Vers 16. Da heißt es, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt die feurigen Pfeile des Bösen. Es sind feurige Pfeile, die Satan in uns schießt, die uns vernichten sollen. Und wir brauchen den Schild des Glaubens. Er will unseren Glauben durch diese Pfeile zerstören. Er will uns deprimiert machen, wie wir ja gelesen haben. Durch diese Bedrängnisse hatte Paulus Angst, dass die vielleicht Schiffbruch erlitten hatten am Glauben. Dass der Versucher ihnen da zu nahe getreten sein könnte. So, er will uns durch diese feurigen Pfeile unseren Glauben nehmen. Wir müssen also den Schild des Glaubens nehmen, um diese feurigen Pfeile auszulöschen. Aber es ist nicht unser Schild, wie wir noch sehen werden. Es ist der Schild, der von Gott kommt. Es ist nicht unser Glaube. Mit unserem Glauben alleine können wir Satan nie überwinden. Es ist der Glaube, den Gott uns gibt. Sein Glaube, der Glaube Jesu Christi. Aber wir müssen ihn annehmen in unserem Leben und müssen ihn wirken lassen. Schauen wir uns Epheser Kapitel 6 und Vers 11 an. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Der Teufel, der hat listige Anschläge. Der überlegt sich ganz genau, wie er an uns herantreten kann. Der kennt uns besser, als sie sich selbst kennen. Der weiß genau, wo ihre Schwächen sind. Der weiß genau, wo meine Schwächen sind. Da ist er sehr aktiv. Da greift er ein. Er wird nicht unbedingt uns dort angreifen, wo wir stark sind. Aber er greift uns dort an, wo wir schwach sind. Und er macht es mit List. Er überlegt sich das ganz genau. Er entwirft einen Plan. Und wir müssen die Waffenrüstung Gottes haben, um diesen listigen Anschlägen des Teufels entgegengehen zu können. Der Satan, der kam sehr listig daher, als er die Eva verführte. Ganz interessant, wie er das gebracht hat. Wie, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ach nein, er würde keineswegs des Todes sterben, denn der Gott weiß ja, der hat euch ja belogen, nicht wahr? Listig. Und Satan ist doch reingefallen. Satan legt uns Fallen, wie uns andere Stellen sagen. Zum Beispiel kann der Reichtum eine Falle sein. Und viele, wie Paulus sagt, sind in diese Falle hineingestürzt. So, wie können wir jetzt mit Gottes Kraft Satan überwinden? Wir müssen überwinden, um im Reich Gottes sein zu können. Aber wie können wir es? Wie können wir Satan mit Gottes Hilfe bekämpfen? In Epheser Kapitel 6 lesen wir die Verse 12 bis 13. Epheser 6, die Verse 12 bis 13. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Oder andere Übersetzungen, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Nun, viele kämpfen mit Fleisch und Blut, die gehen in den Krieg, glorifizieren den Krieg, glorifizieren ihr Vaterland, glorifizieren ihre Regierung, ihre Herrschaft, was weiß ich, Ehre zu erlangen. Die Motive mögen sogar sehr
gut sein. Die wollen zum Beispiel Freiheit bringen für andere. Aber Gott sagt, tut das nicht. Es ist Satans Welt, ihr könnt diese Welt Satans nicht verbessern. Es kommt darauf an, eine neue Welt zu ererben. Und die wird kommen, wenn Christus zurückkehrt. Alle die Versuche heute, die Welt zu verbessern, sind zum Scheitern verurteilt. Das ist das, was Gott uns sagt, weil die Welt eben nicht auf dem Fundament Gottes aufgebaut ist, sondern auf dem Fundament Satans, des Teufels. Alle Philosophien, alle Ideen, alle Religionen, wenn sie nicht mit Gott übereinstimmen, stammen vom Teufel. Wie wollen sie die verbessern? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sagt er hier, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, den Herren der Welt. Glauben Sie das? Glauben Sie, dass das richtig ist, was Paulus hier schreibt? Wir haben mit den Herren der Welt zu kämpfen, die in dieser Finsternis herrschen. Glauben Sie das? Oder glauben Sie, dass ein Gott herrscht? Und all die Politiker, die heute an der Macht sind, wo auch immer, die sind Gottes Diener in dem Sinne, dass Gott die inspiriert. Nun, Gott mag die durchaus hin und wieder inspirieren, um seinen Plan durchzuführen. Aber das ist auch das, worum es geht. Aber es sind die Mächtigen dieser Welt, die in der Luft herrschen, wie wir gelesen haben, die in dieser Finsternis herrschen. Wir haben zu kämpfen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Die sind nicht im Himmel, die sind unter dem Himmel, auf der Erde hier. Deshalb, sagt es hier, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage Widerstand leisten und alles überwinden, wiederum Überwindung, und das Feld behalten könnt. Es geht nicht darum, wegzulaufen. Es geht nicht darum, diesem Kampf mit Satan auszuweichen. Das können wir ohnehin nicht. Wir müssen standhaft sein. Der Soldat, der dem Feind den Rücken kehrt und wegläuft, ist sowieso schon verloren. Nein, wir müssen standhaft sein, feststehen, wie es heißt, und dem Teufel Widerstand leisten. Vers 14, so steht nun fest. Und dann zitiert er jetzt einige der Aspekte der Waffenrüstung Gottes. Lesen wir uns dies kurz durch. Steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Was ist Wahrheit? Pilatus stellt diese Frage an Christus. Was ist Wahrheit? Nun, Gottes Wort ist Wahrheit. Was ist Gerechtigkeit? Alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit. Es geht weiter. An den Beinen gestiefelt, Vers 15, bereit einzutreten für das Evangelium. Aber was sagt er hier? Des Friedens. Nicht des Krieges. Es ist das Evangelium vom Reich Gottes. Christus wird der Herrscher sein über das Reich Gottes hier auf Erden, unter Gott dem Vater. Er ist der Friedefürst. Wir müssen eintreten für das Evangelium, die frohe Botschaft des Friedens, nicht des Krieges. Krieg ist absolut entgegengesetzt zu dem Evangelium Gottes. Vor allen Dingen, Vers 16, das hatten wir bereits gelesen, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils. Unsere Hoffnung auf das Heil, diese Hoffnung, die nicht erschüttert werden darf, die wie ein Helm auf unserem Haupt sitzen muss, damit wir diese Vision haben, die Erkenntnis haben, die Zukunft haben, auf die wir hinausgehen. Und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wir müssen also mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes umzugehen, verstehen. Es wird ein zweischneidiges Pferd oder zweischneidiges Schwert genannt, das sogar durch alle unsere Gedanken und Empfindungen schneidet. Mit anderen Worten, das uns zeigt, wo wir uns ändern müssen, was wir abschneiden müssen, was wir verlieren müssen, wenn unsere Ideen nicht mit dem übereinstimmen, was Gott sagt. Und dann sagt er ganz wichtig hier in Vers 18, betet alle Zeit mit Beten und Flehen im Geist und wacht dazu. Mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und auch für mich, sagt Paulus, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Und das möchte ich Sie auch bitten, dass Sie darum beten, dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich hier zum Beispiel eine Predigt gebe, dass ich die Fähigkeit erhalte von Gott, das Evangelium mit allem Freimut, ohne Kompromiss, ohne Hinterhalt verkündige. Darum geht es. Darum muss es gehen. Wir müssen also die Waffenrüstung Gottes anziehen. Wie ich sagte, alle diese Dinge kommen von Gott. Und wir müssen diese Dinge von Gott annehmen. Und wir dürfen sie nicht verleugnen und vernachlässigen. Schauen wir uns auch noch kurz eine Stelle in Jakobus Kapitel 4 an.
die diesen Kampf mit Satan noch näher beschreibt. Und auch die Tatsache, dass Gott da ist, der uns hilft, wenn wir seine Hilfe wollen und akzeptieren und annehmen. Jakobus Kapitel 4, und lesen wir die Verse 4 bis 10. Jakobus Kapitel 4 und Vers 4, er sagt, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Warum? Jetzt müssten wir an sich wissen, warum. Denn die Welt ist ja nicht Gottes Welt. Wenn wir die Freunde dieser Welt sein wollen, mit anderen Worten, so leben wollen, wie die Welt lebt, so denken wollen, wie die Welt lebt, sind wir wiederum was geworden? Kinder des Teufels, der über diese Welt herrscht. Und so sagt er hier, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, wer die Gelüste des Vaters des Teufels tun will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Gehorcht Gott in allem, was Gott euch befehlt, was immer auch das Gebot sein mag. Meinen Sie nicht, Sie könnten es nicht tun. Schauen Sie, Gott wird Ihnen nie etwas befehlen, was Sie nicht tun können. Gott weiß, wenn er Ihnen etwas befiehlt, dann können Sie es mit seiner Hilfe tun. Also haben Sie jetzt keine Ausreden, Ausflüchte und zu sagen, ach, ich kann das nicht, weil, was weiß ich nicht, auch da gibt es irgendwelche Argumente. Nein, damit verbauen Sie sich nur Ihre Beziehung zu Gott. Seid Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Schauen Sie, so werden wir den Teufel überwinden, ihm widerstehen, sodass er von uns flieht. Nachdem der Teufel Christus versucht hatte in der Wüste, ist er dann von ihm gewichen, für eine Zeit lang. Zunächst einmal konnte er nichts weiteres tun, für eine Zeit lang, wie es heißt. Dann hat er es wieder versucht. Aber wir müssen kontinuierlich Gott untertan sein. Wir müssen kontinuierlich dem Teufel seinen Versuchungen widerstehen. Und so flieht er von euch. Vers 9. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Schauen Sie, nahen Sie sich zu Gott, wenn Sie Probleme haben? Nahen Sie sich zu Gott, wenn Sie in der Versuchung sind, Sünde zu begehen? Und Sünde ist, etwas zu tun, was Sie nicht tun sollen, oder etwas nicht zu tun, was Sie tun sollen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reiniget die Hände, ihr Sünder. Heiliget eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Die mal vielleicht Gottes Gebot halten wollen, mal aber auch nicht. Jammert und klagt und weint über eure Sünden, ist hier der Zusammenhang. Euer Lachen, euer Hochmut, der verkehre sich in Weinen. Und eure Freude über eure Sünde, über eure Liberalität, was auch immer, die verkehre sich in Traurigkeit, dass ihr nach wie vor noch nicht Gottes Weg geht, so wie ihr ihn gehen solltet. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Damit gewinnen wir den Kampf gegen den Teufel. Und mit Gottes Hilfe können wir dies tun. Und jetzt schauen wir uns zum Abschluss diese ermutigende Stelle an. Und wenn wir alles das tun, was uns Gott sagt und was wir heute gehört haben in dieser Predigt, dann gilt diese Stelle Ihnen. Wenn Sie in Verzweiflung sind, weil Sie sich so bedrückt fühlen durch Probleme, die Sie haben mögen in Ihrem Leben, denken Sie daran, für Gott ist alles möglich. Und mit Gott ist alles möglich. Auch Ihre Probleme zu überwinden. Wenn Sie deprimiert sein sollten, Ihre Depression zu überwinden. Wenn Sie Hass im Herzen tragen, den Hass aus Ihrem Herzen zu entfernen. Alles dies ist möglich. Und auch dies wird jetzt möglich sein in Römer Kapitel 16 und Vers 20 zum Abschluss. Römer 16 und Vers 20. Und schauen Sie, was hier gesagt wird. Das ist die Lösung für unsere Probleme. Römer Kapitel 16 und Vers 20. Der Gott des Friedens, nicht des Krieges, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, sei mit ihnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dies war Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.